typische Trigeminusneuralgie ist ein einschießender Gesichtsschmerz, der häufig triggerbar ist durch Berührung, durch Sprechen, durch Essen, Zähneputzen. Meistens in einem oder mehreren Ästen des Trigeminus auf einer Seite, zum Beispiel in der Stirn oder im Oberkiefer oder Ober- und Unterkiefer oder auch nur Unterkiefer. Der Schmerz ist häufig so gemein, dass die Patienten, wenn sie nicht behandelt werden, sich am liebsten umbringen würden. Ein Patient, der eine Trigeminusneuralgie hat, kann zunächst konservativ, das heißt mit Medikamenten, behandelt werden. Es gibt dort Medikamente, die man auch bei epileptischen Anfällen einsetzen kann. Und diese sind bei einer typischen Trigeminusneuralgie häufig über Jahre sehr erfolgreich. Leider ist es so, wenn man diese Medikamente gibt, dass zum einen Nebenwirkungen haben, dass der über die Jahre ein Wirkungsverlust einsetzt und die Nebenwirkungen mehr werden, weil man die immer weiter steigern muss. Und da muss man auch andere Operationsverfahren in Erwägung ziehen. Wenn die konservative Therapie nicht ausreichend ist, gibt es mehrere operative Verfahren. Die Ursache der Trigeminusneuralgie ist ein Gefäßnervenkontakt. Dort, wo der Trigeminusnerv aus dem Hirnstamm heraus bzw. in das Gehirn hereinzieht. Und dort kann man dieses Gefäß, was auf den Trigeminusnerven drückt, abpräparieren und ein kleines Polster dazwischen setzen. Damit hat man die Ursache behoben und in den meisten Fällen die Patienten geheilt. Kann man dieses Verfahren nicht durchführen, kann man den Trigeminusnerven bzw. eine Umschaltstelle des Trigeminusnerven veröden durch eine Punktion durch die Schädelbasis. Dieses ist aber nur eine symptomatische Behandlung und häufig müssen diese Patienten alle 2-3 Jahre wieder erneut so behandelt werden.